Fax und Grüße Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser Folge von DSA Talk geht es um ein paar Kommentare von euch, die gestellt wurden und die ich heute mal in Kürze beantworten werde. Zunächst einmal hier zum ersten Kommentar und zwar fragt Bert Less, was für Unterschiede gibt es eigentlich zwischen dem DSA 5 Regelwerk und dem der zweiten Auflage? Grundsätzlich sind es nicht ganz so viele Veränderungen, sondern es ist einfach nur eine zweite Auflage. Dennoch ist ein bisschen was Unterschiedliches drin. Zum einen die magische Analyse wird hier noch ein bisschen mehr beschrieben und da ist zum Analyse noch ein bisschen was drin und da ein bisschen mehr Inhalt in die Richtung. Zu den Schicksalspunkten gab es dann eine kleinere Regeländerung. Die Errata gibt es übrigens auch kostenlos zum Download auf der Ulysses-Seite von dem Regelwerk. Und ansonsten andere Errata, wie zum Beispiel falsche Rechtschreibung oder falsche Seitenangaben oder schlechtere Formulierungen, die nochmal umformuliert waren. Aber eigentlich gibt es nicht so große Unterschiede. Ein großer Unterschied ist noch, dass bei der zweiten Auflage dann auch noch das Taschenbuch erschienen ist. Und dann gab es diesen Schwarz-Weiß-Band, den es in der ersten Auflage gab, den gibt es jetzt nicht mehr. Nun zur nächsten Frage von Ela. Sie fragt nämlich, ob man die alten DSA 4 Bände noch im Handel bekommt und wie das aussieht. Und das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es nämlich manche Bände, die sind bereits ausverkauft. Sowas wie Wege der Helden und so ist eigentlich nicht mehr zu erwerben. Aber es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel Wege der Zauberei. Die sind nämlich zum Beispiel noch verfügbar und die könnte man dann noch erwerben. Es ist aber so, dass einige Regionalschwelfen zum Beispiel auch nicht mehr verfügbar sind. Und hier muss man wirklich gucken, was noch da ist. Aber meistens ist es so, dass die Produkte oft nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, man muss oft tief in die Tasche greifen, um gebrauchte Exemplare noch zu kriegen. Nun zur nächsten Frage. Und da fragt Swarley, ob es so ist, dass man für Aventurische Magie 2 auch den ersten Band braucht. Und das wird von den Entwicklern stark empfohlen, denn innerhalb des Bandes wird an einigen Stellen Bezug auf den ersten Band genommen. Ihr könnt jedoch, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nur den zweiten Band haben, auch Sachen noch im Regelwiki nachschauen. Also es ist möglich, klar. Aber es ist doch empfohlen, das Ganze mit dem ersten Band zu kombinieren. Die nächste Frage von Flipper Ghost ist ziemlich interessant, nämlich gibt es für DSA 5 ebenfalls ein Liber Cantiones oder wird das in der Edition anders gehandhabt und wenn ja, wie? Bisher ist dazu noch nichts bekannt, dass ein eigenes Printprodukt dazu herauskommt. Wir haben jedoch für DSA 5 diese Mini-PDFs und da gibt es tatsächlich eine Zauberliste, in der alle Zauber drin sind. Jedoch nur die Zauber mit den verschiedenen Modifikationen und keine Beschreibung von den Zaubern und wie die ganzen funktionieren. Das heißt, hier muss man dann immer noch die Bände einzeln kaufen, beziehungsweise man schaut im Regelwiki dann weiterhin nach. Ob sowas rauskommt, auch für Liturgien, ist natürlich die Frage, aber ich denke, dazu müssen natürlich erstmal alle Magiebände erscheinen, denn vorher macht das natürlich relativ wenig Sinn. Dennoch kann ich es mir schon relativ gut vorstellen, dass sowas in der nächsten Zeit dann kommen könnte. Weiterhin fragt übrigens noch Hamster Armin, wie es aussieht. Sind diese DSA 5 Regionalspielhilfen auch für DSA 4.1 Spieler nützlich oder kann man die gebrauchen? Nun ist es so, dass Regionalspielhilfen ja in der Regel Fluffbände sind. Das heißt, auch bei den Regionalspielhilfen von DSA 5 haben wir einen sehr, sehr hohen Fluff-Anteil. Das ist natürlich klar. Dennoch haben wir hinten im Band immer einen relativ großen Regelanhang bzw. auch noch Professionen, die dort vorgestellt werden und typisch sind oder Waffen und sowas. Und da ist halt die Frage, ob man das auch will bzw. für DSA 4 Spieler wahrscheinlich dann eher weniger nützlich. Dennoch die großen Beschreibungstexte, die innerhalb des Bandes sind und den Band natürlich dominieren, die sind natürlich sehr, sehr nützlich und da kann man natürlich dann, denke ich, auch zugreifen, je nachdem, welche Region man hat. Habt ihr jedoch schon alle DSA 4 Bände von den Regionalspielhilfen, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal die 5er kaufen, außer ihr wollt wirklich die Bilder nochmal hier in Vollfarbe, beziehungsweise auch noch hochwertigere Karten und sowas. Aber ansonsten seid ihr mit den Beschreibungstexten von den 4er Bänden, wenn ihr alle habt, schon relativ gut bedient. Nun ein Kritikpunkt, der angesprochen wurde, beziehungsweise zu meinem vorletzten Video. Da ging es nämlich um die Meistertipps, die ich vorgestellt habe. Und das waren 10 Stück in ungefähr 10 Minuten Video. Das heißt ungefähr eine Minute für einen Meistertipp im Durchschnitt. Und da schrieb Hohl S. nett und oberflächlich. Da könnte man an sich zu jedem Punkt stundenlang Informationen geliefert werden. Und man hätte sogar eine Serie draus machen können. Ihm ist es ein bisschen aufgestoßen, dass das Ganze sehr oberflächlich ist und nur kurz beschrieben ist und nicht in die Tiefe gegangen wurde. Dennoch wollte ich in dem Video natürlich das Ganze so für Einsteiger gestalten und das Ganze kurz halten. Und da ist natürlich die Frage, wie man das anders umsetzen kann. Und auch hier ist eine Frage, die ganz in diese Richtung geht. Und zwar hat Subwinter Official geschrieben, wie wäre es mal mit einem DSA-Talk, den nur du moderierst, also mit 3 bis 4 anderen Leuten. Und da kam mir die Idee, vielleicht das Ganze in Richtung Podcast zu machen. Das heißt, dass man vielleicht eine längere Folge mit mehreren Leuten aufnimmt, eventuell noch mit anderen Leuten, die DSA auch YouTube-technisch machen. Und dann hier so im Podcast-Format das Ganze ähnlich wie hier, wo viel gesprochen wird und wenig Bildeinblendungen da sind, so gestaltet und das von so einer Laufzeit von ungefähr einer halben Stunde machen würde.
Was würdet ihr dazu sagen? Würde euch das gefallen, so in diesem Stil? Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie ihr das Ganze findet, denn solche Partner oder beziehungsweise Videos mit mehreren Leuten hatte ich ja bisher noch gar nicht auf meinem Kanal. Deshalb schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet oder ob euch das interessieren würde. Wir hören uns dann im nächsten Video, das war eher ein kürzeres Video. Bis dahin, Leute. Ciao.